Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Stop. Hey, schön, was mache ich denn hier? Also, passt schon, alles okay. Alles gut. Ja, wir sind im dritten Kapitel. Noch. Ja, genau, hör mal zu. Tu mal deinen Kopfhörer runter und hör mal ganz gut zu. Bei der Donau. Da bin ich jetzt mal gespannt, denn das war ja bis jetzt das Mystischste von allen. Da hat sich ja der eine hier schön. Previously on Last Stop. Empfasst Has he das said anything? Geist. Not a peep. He just sat there staring at us. Do you think it would be weird if I asked Vivek out? It's always Becky and Vivek. I'm sick of this. I'm going out. Is Becky your friend? What was that? Come a little closer. Ash! I need to get Emma. Please, Ash! Stop a second! I can explain everything! Ah! Ja, sie wollte Emma anrufen, die Polizistin. Und da war sie. Nicht mehr da. Weg. Verschwunden. Aufgelöst. Wohin mehr hin, wo auch immer hin. In diese andere Atmosphäre. Freund oder Feind? Das ist die gute Frage jetzt. Also er hat sie jetzt zumindest irgendwie geholfen. Gerettet. Wie auch immer. Die Frage ist nur, war das clever? So, was ziehen wir denn an? Ein kleines Kostümchen. Ein Topless oder ein Sweatshirt. Ich glaube, es ist schön warm draußen. You got your date tonight, love? Yeah. No idea where she's gonna take me, though. Nice to see you putting yourself out there. Yeah. Had enough of being single at this point. What are you both talking about? Emma's taking a lovely girl out tonight. I should probably get ready for work. Okay, du kannst mich doch nicht hängen lassen. Ich möchte mehr wissen. Sei eine gute Schwester. So mal neugierig. Does this mystery woman have a name? Hazel. Hazel, okay, schick. Geht es langsam an? Kenne ich sie? Hazel Williams. She's in the year above. No, I'm not dating a child. Okay, wie dem auch sei. Wechsel das Thema, Mom. Okay, wir fragen einfach mal Mom, wie es ihr geht. You doing okay, Mom? I'm okay. I'm just gonna have a little lie down. Don't think I've fully woken up yet. You all right? Of course, hun. Just one of my wobbles. Okay. Oh, unsere Mutter geht's gar nicht gut. Okay, heute Abend Modetipps, kein Rotwein. Okay. Top tip. Don't wear your uniform tonight. Let's go for a walk. I need to talk to you about something. Oh. Ach komm schon, sag mir nicht, etwas ist los. Oh, what have I done now? I'm worried about Mum. Keine Grund zur Sorge. Warum wirklich? Ja, ich würde sagen mal, warum? Denn ich glaube, es geht ihr wirklich nicht gut. Why? She's just a bit wobbly, that's all. Mum is really gonna need our help from now on. We've both got to pull through for her. Was meint sie damit? Lass es gut sein. Gute Arbeit. Okay. Donna, I mean it. I don't want to see you staying out with your friends all night anymore. Das ist gerade etwas ungünstig. Doppelmoral die ganze Nacht, das ist Blödsinn. Boah, schwierig. That's not fair. You don't have the authority to ground me. I'm not trying to have an argument. Please just promise you'll spend some time with Mum this evening. Oh, das ist schwierig. Das kann sehr schwierig sein. Das ist seltsam. Etwas ist los. Was verbirgt sie? Fragen wir mal, was sie verbirgt. You're not telling me something. I think it's probably best you know what's going on. Jetzt sag schon, okay. Well, don't leave me hanging. Let's find somewhere quiet to talk. Mum's not well. Ist doch nichts Ernstes. Oh, doch, tut es. Seems fine to me. She's been having some tests and they've not come back great.
Nicht gut, keine Panik. Das sind nur Untersuchungen. She's gonna be okay though. I don't know. Oh je, keine Sorge, Drama Queen, nichts, womit sich nicht umgehen lässt. Oh Gott, puh. Mum's a trooper. She'll be alright. I'm gonna be late for work. Warum rückt sie denn nicht raus mit der Wahrheit, was mit der Mutter los ist? There's just no way that they could have survived the radiation in the spacesuits that they were wearing. Like, no one can explain that. It's not even a conspiracy. It's just fact. Look it up. Have you seen The Shining? Donna, hey. Hey. Not getting bored yet? I passed the time doing some spring cleaning. I managed to take down that old plastic sheet at the back of the pool. Hat den Pool gereinigt. Warum nicht? Bleib auf dem Boden. Schule, regeln wir die Sache. Okay. Oh, I'm getting exhausted by all of this. I think we should discuss our options, all three of us. Oh yeah, sure. We can talk about it when I come back tonight. Muss ja ein Partyspaß, sei du gegangen. Puh. How was Moise's party? Becky said she was going. The other night? Nah, I couldn't get away from Dad. Okay, toll. Das ist schade für ihn, dann sind wir schon zu zweit. Yeah, I didn't go either. Oh. By the way, you should take some time to explore this place. There's an upstairs area at the back which is worth a look. I'll see you later. Okay. Was ist da oben? Hallo, grüner Engel. Okay, erforschen, sehen wir uns um. Willst du die Beine vertreten? Up for a walk? Okay, kommt wieder mit. How are you feeling today? Ist komisch. Familienfrage, seltsame Frage, dämliche Frage. Everyone seems to be asking me the same questions these days. I'm fine. That's good. You seemed a little unlike yourself the other night. Und er hat das bemerkt. Ist möglich, er will nur nett sein. And you would know, right? How's your sister? Haha, will nicht drüber reden. Egal, sie hat eine Verabredung. Reden wir mit ihm darüber. Er weiß es sowieso, glaube ich. She seems okay. She's got a date tonight. Interesting. She's not sad. Was weißt du über Mom? Nein, ablenken. What? No, she's all right. Der weiß es. Wer auch immer er ist. Was er auch immer ist. Und wo die anderen Leute eigentlich auch immer eigentlich sind oder hingekommen sind oder was weiß ich auch immer. Keine Ahnung. Wir wissen es ja noch nicht. Ist ziemlich alles kaputt hier. Cola! 1,50. Oh, was ist das denn? Oh, Viv. Das hat er eingerichtet da oben. Er hat da eine kleine Stube eingerichtet, dass es ein bisschen gemütlicher ist als statt unten. Let me take a photo of you. You want to take a photo of me? Das wird sicher lustig. Hab nichts anderes zu tun. Muss nicht sein. Yeah, why not? Okay. Okay, cool. I've just got to free up some space on my phone. Oh, jetzt müssen wir wieder etwas löschen. Speicher voll. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht so schnell. Das löschen wir. So. Lächeln, Schmollmond, sexy. was sehen wir denn? Lächeln. Ach so, ich muss dann sofort ein... Okay, er lächelt nicht. Oh, doch, er macht einen schmalen Mund. Okay, das
Irgendwas ist komisch an dir. Ist das nicht ein bisschen albern? Glaub nicht, ich wüsste es nicht. I know you're not normal. You've got kooky abilities. Why are you staying here? Right now, I'm happy where I am. Okay. Was wäre, wenn wir gehen würden? Wir könnten dich befreien. Würdest du uns verraten? Yeah, but I don't know. Would you go to the police if we let you go? Ich glaube nicht. If you didn't think I would, you'd have no reason to keep me here. Das stimmt auch wieder. Ich kann das nicht allein entscheiden. Er genießt das. Er hat wahrscheinlich recht. If I let you go, Becky and Vivek would think I'd lost my mind. Probably best I remain then. Okay. Worauf hat er es abgesehen? Er genießt das. Hast du Spaß? Er genießt das, glaube ich. You like being our prisoner, don't you? How does it make you feel? Nein, nein, diesmal nicht. Wie fühlst du dich dabei? Nein oder nein? Was nehme ich? Nein oder nein? No, you don't. Enough of your super intense questions. I want to know about you. What do you want to know? Okay, wie soll ich dich nennen? Menschlich, Familie. Ich würde sagen, wir fragen, ob ihr menschlich ist, denn das sah nicht sehr menschlich aus. Are you a human being? Like me? I'm very much like you. Ich bin Menschen sehr ähnlich, also nicht. Viveks Theorie, sei frech. Findet er mich attraktiv? Also jetzt fragen. Are you building a gorilla army? No. Stimmt, das war die blöde Frage. Du magst Vivek, warum ich? Du magst Becky. Why do you only talk to me and not the others? You're not like the others. Okay. Zeit für ein Spiel, Zeit für etwas Spaß. Spielen wir. Ah, Kartenspiel. Also sagen wir mal. Okay. Let's play a game. Oh, doch nicht. Have you heard of word association? I'll say a word. And then you say what it makes you think of. Ready? Okay, I'm ready. Okay, zu Hause Beruf verlangen. Beruf. Job. Travel. Okay. Angst, Sex, Drogen. Afraid. Unknown. Einsamkeit, okay. Tod benötigt Zukunft. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich sag mal... Need. You. Oh, oh. That's my mom's favorite song. It's lovely. Erinnert mich an sie, wusste nicht, dass es hier drauf ist. Es ist eine Weile her. Always makes me think of it when I hear it. What's wrong, Donna? Es geht um Mom, keine große Sache. Emma ist eine Drama-Queen. Ich würde mal sagen, es geht um Mom. Mom's ill. But it's fine. She'll be alright. Why do you think that? Was? What? Tja, ist eine gute Frage. Warum denkst du das? What? People are frail. If she's old, your mother will probably die. Arsch, Fixer, wie schrecklich so etwas zu sagen. Naja, wo er recht hat, hat er recht. Ganz ehrlich, nein. Have I done something wrong? Der Spaß ist vorbei, hab genug. Genug geplaudert. Time's up. Come on, I'm taking you back to your chair. Look who's back. Hey. You okay? Ja, klar, ja. Boah, was nehme ich nur? Ich glaube, ich nehme... Sure. Come on, let's go for a walk. I take it you weren't a fan of my attempts at interior decorating. Soll ihn loben? Oh ja. No, I love that. It made me smile. I figured if the three of us are spending more time here. Das erinnert mich an etwas. Becky, wie geht es Becky? Oh yeah. Isn't Becky supposed to be here? Don't know.
Not heard from her since Moises' party. Ha. Huh. Oh, wirklich? In der Scheiße rühren? Zier dich. Thought maybe she was gonna wash you out. Well, I mean, she told me she was gonna. She did, actually. Überlass ihm das Reden, ich muss mehr wissen. Sei cool. Oh. Ups, wie er angerannt kommt. Na komm, sprich. Why do you care about Becky asking me out? Is that why you're upset? Oh, ihr mag sie und nicht Becky. Leider nicht. Schlimmer als das? Nein. No, not really. Something else is bugging me. I mean, I don't see why you'd care about who I went out with. Mom, ich nehme mal... It's Mom. Unless you do care who I go out with. Oh Gott, er hört gar nicht zu. Er ist in sie verknallt und nicht in die andere. Ruhe, pass auf. Willst du es hören? Hey, I'm trying to tell you something. Sorry. What's up with your mom? Umarmung, ich will nicht weinen. Halt mich einfach fest. Just give me a hug, yeah? Wow. Überrascht? Doofer Wief. Ich mach die ganze Arbeit. Also sie mag ihn auch. Didn't expect that, did you? Expect? No. Hoped? Sag ich doch, dass er in sie verknallt hat. Hättest du sagen können, warum hast du mich nicht gefragt? Die verlorene Zeit nachholen. Why didn't you say something? Why didn't you say something? Ich will hier bleiben. Ich will, dass er bleibt. Leiste mir Gesellschaft. Will you stay with me tonight? Are you sure? Du kannst nicht da bleiben. Du musst zu deiner Mutter heim. Das bin ich. Das ist, was ich will. Natürlich. Come with me. Oh. Oh. Das gefällt ihm nicht. Das findet er nicht so lustig, wie es ausschaut. Was da schon? Oh, wir sind schon durch. Ich werde verrückt. Hat nicht lang gedauert. Oh, da sitzt jetzt mit dem T-Shirt sogar. Ja, stimmt. Er hat ja auch das andere T-Shirt an mit dem mit dem Anime vorne drauf. Und sie hat ja auch das an, was wir ihr verpasst haben, die Mima. Boah, war ziemlich schnell vorbei. Puh. Schwierig, würde ich sagen. Sehr schwierig. Also die beiden sind wohl jetzt ein Paar zusammen. Es wird ihre Freundin nicht so passen. Und er ist interessiert an sie. Warum auch immer, was auch immer er ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann mal jetzt dann ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Sache bekommen, wie das Ganze zusammenhängt. Weil es gibt dann den Typen auch noch mit dem Aktenkoffer, ne? Von ganz am Anfang, der ja auch irgendwie so ein, was auch immer, Engel, Außerirdischer ist. Okay, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im vierten Kapitel. Wir fangen wieder ganz links beim John an und gehen dann wieder zu Mina und dann zu Donna. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!